1763. Goethe war vielleicht ein wilder Teenager, wir wissen es nicht, wie er als Teenager war. Der Siebenjährige Krieg wird mit dem Pariser Frieden beendet. Es ist das Zeitalter der Aufklärung und am Horizont zeigt sich die Französische Revolution. Und der Verlag C.H. Beck wird gegründet. Und zwar von einem direkten Vorfahren unserer beiden Verleger, Wolfgang Beck und Hans-Dieter Beck. Sein Name war Karl Gottlob Beck, er kam aus Sachsen. Und er hat sich nach Nördlingen gegeben in die freie Reichsstadt in Bayerisch-Schwaben. Also, sind ja auch in Schwaben, aber nicht in Bayerisch-Schwaben. Ja, die Druckerei und die Auslieferung sind heute noch in Nördlingen. Der Verlag ist dann Ende des 19. Jahrhunderts, genauer 1889, nach München umgezogen, in den Stadtteil Schwabing, wo wir auch heute noch unsere Büros haben. Und 250 Jahre lang wurde dann der Verlag, Herr Rittmüller hat es gerade erwähnt, von der Familie Beck durch Höhen und Tiefen, durch gute und schlechte Zeiten, sowohl inhaltlich mal als auch wirtschaftlich, politisch gelenkt. Aber diese ganzen Details, wie es dem Verlag 250 Jahre erging, können Sie in dieser kleinen Chronik nachlesen. Oder wer es ganz schnell machen will, wir haben das in einer sechsseitigen Verlagsgeschichte, das Gesamtverzeichnis, was Sie an den Kassen auch erhalten können, vorgeschaltet. Wer sich ganz intensiv damit beschäftigen möchte, der kann in eine zweibändige Verlagsgeschichte schauen, die im Herbst erscheint. Also für jeden ist das passende Maß dabei. Der Besucher, der Ende November 2006 in Afghanistan eintrifft, zieht am Flughafen Kabul eine militärische Schutzweste und einen Helm an. Britische Soldaten fahren mich in einem Konvoi aus gepanzerten Land Rover in das Hauptquartier der ISAF, der ausländischen Truppen, die den Wiederaufbau des Landes militärisch absichern sollen. Von der Stadt sehe ich nur einen Schlitz, kleiner als die Fenster der Burkas, die in Kabul nur noch wenige Frauen tragen. Als mich die Soldaten nach der dritten PowerPoint-Präsentation, die mit dem obligaten Schlachtruf Winning Hearts and Minds begann, zu einem Ausbildungszentrum der afghanischen Armee bringen, wird mir immerhin die Erlaubnis erteilt, wie ein Wachmann aus der Dachluke zu schauen. Alamo heißt das Lager aus Containern, Fertighäusern und Zelten, in dem die amerikanischen Ausbilder liegen. Finden Sie es nicht schade, dass Sie überhaupt nichts von der Stadt sehen? Frage ich den freundlichen Offizier, der mich herumführt. Ach, das ist kein Problem, antwortet First Sergeant Weber. Wenn ich mal raus will, dann frage ich drei Kollegen und wir fahren zum Hauptquartier oder nach Bagram zu unseren Jungs. Es müssen drei Kollegen sein, weil die ausländischen Truppen grundsätzlich nur in Konvois aus mindestens zwei gepanzerten Wagen mit zwei Soldaten durch die Stadt fahren dürfen. Manche Soldaten finden es selbst merkwürdig, dass man dem Volk, dem man dort helfen wolle, nur mit Schutzweste, Helm und geladenen Maschinengewehren dienen. Aber das sei nun einmal notwendig aus Gründen der Sicherheit. Natürlich verstehe ich das. An jedem Tag einer Reise schwingt sich irgendwo ein Selbstmordattentäter in die Luft. Ich verstehe auch die Desinfektionsmittel bei jeder Kantine, an jedem Waschbecken, in jeder Klozelle, als ob Afghanistan giftig wäre. Sie sind notwendig aus Gründen der Hygiene. Ich verstehe, dass die Kantinen grundsätzlich keine einheimischen Nahrungsmittel verwenden und also buchstäblich jedes Reiskorn, jeder Tropfen Wasser eingeflogen wird. Das ist notwendig nicht aus Gründen der Sicherheit, wie ich vermutete, sondern weil sonst die Preise auf den lokalen Märkten in die Höhe schießen würden, wie der Küchenchef des deutsch-schweizerischen Unternehmens erklärt, das beim Catering in Krisengebieten weltweit an der Spitze steht. Dass Afghanen niemals in Berührung mit den Nahrungsmitteln kommen und in der Küche also nur den Abwasch erledigen dürfen, während die Angestellten der ausländischen Truppen, sogar das Wachpersonal, das die Soldaten beschützt, meist aus Ländern wie Nepal oder Indien stammt, erfolgt wiederum nicht aus Gründen der Hygiene, sondern der Sicherheit. Natürlich würde er lieber Afghanen einstellen, sagt der Küchenchef. Die seien billiger und dabei wirklich sympathisch. Aber das dürfe er nun einmal nicht, das sei im Vertrag ausdrücklich untersagt. Und das müsse man verstehen. Natürlich, sage ich. Aber auch in diesem Gespräch, wie in so vielen, gelang ich rasch an den Punkt, an dem auch mein Gegenüber nicht mehr versteht.
Also wenn ich manchmal über alles nachdenke, dann wundere ich mich schon, sagt der Küchenchef, als ich mich nach dem Abendessen zu ihm und seinen nepalesischen und indischen Angestellten sitze. Worüber? Ja, über alles halt, wie das so läuft. Wir sind hier in Afghanistan, aber mit Afghanistan hat das nichts zu tun. Das Obst aus Südamerika, das Schnitzel aus Deutschland, das Wasser vom Persischen Golf, die Köche aus Nepal. Da haben Sie wohl recht. Aber richtig verrückt wird es erst bei den Amerikanern im Backraum, sagt der Küchenchef. Wieso? Die gehen so weit, die lassen Hummer aus Kuba fliegen. Aus Kuba, stellen Sie sich das mal vor. Dann zuckt der Küchenchef, der gerne mehr Afghanen einstellen würde und an dem es nun wirklich nicht liegt, dass das Land nicht vorankommt, melancholisch die Schulter. Ich springe da ein bisschen und dann treffe ich diesen First Sergeant Weber, den wir eben kurz kennengelernt haben. Den treffe ich dann wieder. Als er das erste Mal nach Afghanistan geschickt wurde, sagt First Sergeant Weber, der sich ehrlich zu freuen scheint, als er mich in der Kantine des Hauptquartiers wiedersieht, habe er gedacht, er komme für eine militärische Operation. Aber bald habe er gemerkt, das Zivile sei viel wichtiger. Erfolg und Misserfolg ihrer Mission würden sich im humanitären Bereich entscheiden. Das sei für ihn der Grund gewesen, dass er gern zum zweiten Mal in Afghanistan Dienst leiste. Weil es ihn erfülle zu sehen, wie er konkret helfen könne. Es sei doch selbstverständlich, dass man als Mensch lieber helfe als kämpfe. First Sergeant Weber hat nichts Martialisches an sich. Im hellen Gesicht, auf dem sich rote Äderchen abzeichnen, trägt er stets ein gutmütiges Lächeln unterhalb des blonden Schnurrbarts und wenn er den Helm ablegt, setzt er einen Schlappen auf. Mit Augen, die plötzlich aufleuchten, berichtet der Sergeant von den afghanischen Dörfern, in denen seine Kompanie medizinische Hilfe geleistet habe, von den Gesprächen mit den Dorfältesten, von den Frauen und Kindern, die gelacht hätten. Ich wende ein, dass die Afghanen das amerikanische Auftreten offenbar immer negativer wahrnehmen und frage, ob er ihren Unmut nachvollziehen könne. Ja, sagt First Sergeant Weber, wenn wir mit unseren Autos unterwegs sind, dann müssen wir aus Sicherheitsgründen immer sehr schnell und sehr rücksichtslos fahren. Ich würde mich als Afghane auch darüber ärgern. Ich sage, dass ich nicht das Verkehrsverhalten, sondern die vielen zivilen Opfer meine, ob ihnen das als Soldat Gewissensbissen bereitet. Mein ultimativer Albtraum ist es, dass ein Kind mit einer Spielzeugpistole auf mich zielt. Ich glaube nicht, dass ich dann schießen würde, sagt First Sergeant Weber. Über die Luftangriffe setze ich nach. Ein Dorf von oben zu bombardieren, ist doch etwas völlig anderes, als vor jemandem zu stehen, der mit einer Waffe auf einen zielt. 2095 Angriffen von Juli bis September 2006 hat die amerikanische Luftwaffe mehr Einsätze gehabt als jemals zuvor in Afghanistan. Zum Vergleich, im Irak fanden im gleichen Zeitraum 88 Luftangriffe statt. Glauben Sie mir, das ist jedes Mal eine unendlich schwierige Entscheidung, einen Luftangriff anzuordnen, versichert der Sergeant. Und was geht Ihnen durch den Kopf, wenn sich die Entscheidung als falsch herausstellt? Ich weiß auch nicht, wie man das rechtfertigen soll, antwortete der Sergeant. Aber nach einer kurzen Zeit des Schweigens führt First Sergeant Weber auch die Luftangriffe wieder auf eine Situation der Selbstverteidigung zurück. Man sei eben angegriffen worden. Als Soldat weiß ich, dass es Situationen geben kann, in denen meine Kompanie auch mich im Stich lassen könnte, wenn eine Rettung zu gefährlich wäre. Es gibt Situationen, in denen man einige Menschen opfern muss, um viele zu retten. Am letzten Abend fahre ich zu Farid, der als Protokollant im afghanischen Parlament arbeitet, sein Geld allerdings mit einer Wäscherei im sowjetischen Viertel Kabuls verdient. Was von der Mittelschicht übrig bleibt, lebt dort in Plattenbausiedlungen. Der Taxifahrer hat Mühe, die Adresse zu finden, weil es keinerlei Beleuchtung gibt. Keine Straßenlaternen, keine Reklameleuchten, nicht einmal in den Häusern brennt Licht, allenfalls hier und dort einzelne Petroleumlampen, die flackern, sonst nur die Autoscheinwerfer. Aber Autos fahren um die Zeit, 9 Uhr abends, nur wenige, wohin auch, wenn es keinen Strom gibt und damit kein öffentliches Leben. 5 Jahre nach dem Sturz der Taliban funktioniert in der Millionenstadt Kabul die Elektrizität noch immer nur 3 bis 4 Stunden täglich. Die Wasserversorgung ist erbärmlich, die Kanalisation eine Kloake. Immer wieder habe ich von NATO-Offizieren gehört, dass Sieg und Niederlage ihrer Mission sich nicht auf dem Gefechtsfeld
sondern im humanitären Bereich entscheiden. Na dann, gute Nacht, denke ich, als ich durch Kabuls menschenleere Straßen fahre, mitten durch teichgroße Pfützen, überholt von rasenden Four-Wheel-Drives mit westlichen Insassen, vorbei an riesigen stockdunklen Zeltstätten, in denen Flüchtlinge im fünften Jahr kampieren, vorbei an französischen Restaurants und nagelneuen Villen, in denen Ausländer und neureiche Afghanen Strom und Warmwasser aus privaten Versorgungsanlagen beziehen und per Satellitenstandleitung 24 Stunden täglich mit der Welt verbunden sind. An sich wäre Nation Building eine prima Idee. Praktisch heißt es, dass der Wiederaufbau die Wirtschaft der Geberländer stärkt. Die Vereinigten Staaten etwa vergeben Aufträge an amerikanische Großkonzerne, die sich nicht durch die günstigsten Angebote, sondern die besten Lobbyisten, engsten Kontakte und höchsten Wahlkampfspenden hervortun. Die Konzerne wiederum engagieren Subunternehmer, die ihrerseits Subunternehmer engagieren. Das meiste Geld bleibt schon einmal als Profit zwischen den Unternehmen hängen. Nachzuweisen haben die Auftragnehmer nicht den Fortschritt, sondern Fotos vom Fortschritt, die von Parlamentsausschüssen oder Berichterstattern projiziert werden können. Dabei sind die Defizite wohl dokumentiert, nicht bloß in Berichten afghanischer und westlicher Nichtregierungsorganisationen. So hat der amerikanische Rechnungshof nachgewiesen, dass die staatliche Hilfsorganisation Aufträge vor Orte vergibt, die kein Mitarbeiter zuvor besucht hat. Etwa für Straßen in isolierten Bergregionen, mitten durch Friedhöfe oder durch Schwemmebenen. Einige Vorhaben konnten auf Nachfrage auf Anhieb nicht einmal lokalisiert werden. Und als die Orte schließlich gefunden wurden, stellte sich heraus, dass es dort zu abgelegen oder zu gefährlich war, um lange zu bleiben. Der Rechnungshof hat außerdem bemängelt, dass einzelne Projekte wegen fehlender interner Kommunikation gleich zweimal vergeben und finanziert wurden. Aber selbst das Geld, das Afghanistan schließlich erreicht, fließt größtenteils zurück in die Wirtschaft der Geberländer. Das Essen, das Management, die Konstrukteure, die Geräte, die Unterkünfte, Wachleute, sogar die Baumaterialien und oft sogar die Arbeiter werden aus dem Ausland eingeflogen, genauso wie die meisten Nahrungsmittel und natürlich die Bequemlichkeiten, die Satellitenfernseher, Klimaanlage, gepanzerte Geländelimousine, Stromaggregat, die einem westlichen Ingenieur geboten werden müssen, damit er sich für Afghanistan verpflichten lässt. Ich habe angefangen mit diesen begleitenden Offizieren, das waren ein Pole und ein Deutscher. Die begleiten dann zum Ausgang, sind ein bisschen neidisch, weil sie eigentlich auch ganz gerne mal die Stadt sehen möchten, aber nie dazu kommen. Also die Perspektive der Soldaten ist wirklich nur aus den Spitzen dieser Panzerwagen auf die Stadt. Und die bringen sie dann dahin und die bleiben dann in ihrem Panzerwagen sitzen und sagen zum Hauptquartier, ja. Zum ersten Mal zur Tür und dann verabschieden die mich auf eigene Faust, auf eigene Verantwortung, warnen mich nochmal pflichtgemäß, dass man das nicht machen sollte und dann sind sie sehr gespannt, was ich zu erzählen habe, weil wenn ich zurückkomme. Also es ist nicht so, dass diese Soldaten nicht interessiert seien in Afghanistan, aber die Situation ist einfach die, dass sie jedenfalls in Kabul nicht einfach aus diesem militärischen Komplex rauskommen oder wenn, dann eben nur mit zwei Panzerwagen, mit zwei gepanzerten Wagen in dieser ganzen militärischen Schutzausrüstung, die sich wirklich sich anfühlt, also vom Gewicht her, aber auch hauslich, das sind Astronautenanzüge. Mussten Sie die selbst auch tragen? Naja, wenn ich mit der NATO unterwegs war, dann musste ich sie tragen. Und sobald ich den eigene Faust war, unterwegs war, konnte ich den gleichen Wagen natürlich in Jeans und in T-Shirt oder in Jacke entlang gehen. Es gab eine Situation, die schildere ich, die schildere ich auch in dem Buch. Da der Fotograf wollte sein Visa verlängern, weil er länger bleiben wollte in Afghanistan. Und dann war so dieser lokale Presseoffizier, der so mit mal zeigen wollte, wie gut man sich hier auskennt und wie locker man mit der Zivilbevölkerung auch umgeht und dann fuhren wir also in der Kolonne von fünf Panzerwagen zur Passbehörde für Kabul. Und diese Soldaten sprangen raus in ihren Schutzanzügen und im Westen und das sieht ja auch alles aus, so wie diese Rugby-Spieler mit diesen Helmen und so. Und sprangen also raus aus diesen und da hatten auch noch die Gewehre irgendwie hinterher auf der Schulter und natürlich sofort rannten alle Afghanen weg. Haben dann die Soldaten immer so Salam, Salam gerufen und gesagt, nein, wir wollen nur deinen Pass verlängern.
für diesen Fotografen. Und wir hatten nur die Situation, dass ich dann gedacht, dass sie ja gar keine Übersetzer dabei haben. Und dann kann ich ja Persisch, weil ich in Afghanistan spreche, ist Persisch die Haupt- und Verkehrssprache. Und ich sah, dass die mit Händen uns zeigen, dass man sich nicht verstehen konnte. Und dann ging ich jetzt auch aus dem Panzerwagen raus, immer noch in dieser vollen Montur. Und ich merkte, das ist mir das aber doch zu blöd. Ging also zurück und legte das Zeug ab und ging dann zu den Soldaten, die also auch mit den Afghanen merkten, das ist jetzt keine bedrohliche Situation, die waren eigentlich sehr freundlich. Und es stellte sich dann heraus, man ist vor dem falschen Gebäude. Aber das war so eine Situation, die also in dieser ganzen Absurdität vielleicht bezeichnend ist, weil die Soldaten, die ich kennengelernt habe, es gibt schon, einmal habe ich ihn getroffen, das diese Begegnung beschreibe ich auch mit dieser Art von Rambo-Typ oder dieser kleinen Frau, die also wie aus einem amerikanischen Actionfilm da plötzlich erscheint und alles so schnell gemacht. Aber ansonsten waren das alles die Soldaten, die ich kennengelernt habe, und ich habe gerade die deutschen Soldaten gut kennengelernt, weil wir zwei oder drei Tage zwischenlanden mussten in irgendeinem vollkommen abgelegenen usbekischen Flughafen, wo nichts war, nur eben die deutschen Soldaten in unserer Wartehalle, weil es schlechtes Wetter war. Und wenn man so zweieinhalb Tage mit so einer Kompanie von Soldaten vollkommen in Langeweile und Kälte hat und sich ernährt von irgendwelchen Brötchen, die dann noch so herbeigeschafft werden, dann lernt man die Jungs schon ganz gut kennen. Also das ist dann irgendwann, löst sich auf die Hierarchie ein bisschen auf und man sitzt dann da und bin ja auch deshalb mitgeschickt worden, glaube ich, von der Neuen Zürcher. Ich hätte mich gefragt, weil sie vermutete, dass hier keine normale Kriegsreportage herauskommt, weil ich halt natürlich auch mit einer gewissen Distanz zu alle militärischen gegenüber einfach politisch sozialisiert worden bin. Aber ich muss sagen, diese Soldaten, die haben mich wirklich beeindruckt. Also und zwar speziell die Deutschen, die Jungs, die da, und Mädchen, die da waren, junge Leute, 20, 21 Jahre alt, die meisten. Jetzt auch keine, wie soll ich sagen, in der Regel nicht unbedingt aus höheren Gymnasialschichten, sondern einfache Menschen, die sich aber Gedanken machen, die versuchen zu helfen, aber die natürlich vollkommen hilflos sind mit dem, was sie da tun sollen. Also das ist kein Mangel an guten Willen, der da dort herrscht. Aber die Fehler sind auch nicht bei den einzelnen Soldaten zu suchen und bei den einzelnen Offizieren. Die sind in der Regel sehr, sehr bewusste Menschen, die sich informieren, also die auch gute Zeitungen lesen, die sehr, sehr viel wissen. Das Problem ist diese ganze Struktur, und ein Problem haben wir ja angedeutet, diese Struktur des Wiederaufbaus, die wirklich vollkommen pervers ist und über die man wenig weiß, was da schiefläuft, also wohin diese ganzen Milliarden Beträge überhaupt gehen. Das Land wird nicht wieder aufgebaut. Und wenn man sagt, die Mission, wie diese Soldaten immer sagen, die Mission entscheidet sich im zivilen Bereich, dann ist dieser zivile Bereich ein einziges Desaster.